Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Abschluss JFD-Devisenradar am Freitag, dem 6. März. Der erste Handelsmonat im März endet sich oder nähert sich dem Ende vielmehr. Und wie hinlänglich bekannt sein dürfte, ist dies ja auch der Tag, immer der erste Freitag eines Monats, an dem der US-Arbeitsmarktbericht, die Non-Farm-Payrolls im Fokus stehen. Dies werden wir auch heute Nachmittag nochmal explizit im JFD Live Trading TV unter die Lupe nehmen, dann nämlich live am Markt, um hier die Geschehnisse direkt 14:30 einzufangen, dann auch neben dem Euro-US-Dollar hier auch der Index, der DAX in der Beschau. Wollen doch mal sehen, was sich bis dahin tut. Euro-US-Dollar selbst hatten wir ja gestern auch schon hier im JFD-Devisenradar, im Sinne dessen, dass es ja schwer aussieht um das Währungspaar, und gestern gab es tatsächlich neue Verlaufstiefs. Wie gesagt, später wollen wir uns dem Paar noch zuwenden. Jetzt aktuell hier vielmehr der Euro gegenüber dem japanischen Yen im Fokus, der sich bislang mit bescheidenen 36 Pips bewegt. Und man darf nicht vergessen, dass das ein Währungspaar ist, welches hier eben mit dem Yen in Verbindung steht. Und das sorgt in aller Regel für starke Impulse. Und ja, das Währungspaar bewegt sich im Schnitt um die 115 Pips am Tag. Und das verspricht also heute hier noch enormes Potenzial, gerade vor dem Hintergrund, dass wir bislang nur 36 Pips gelaufen sind. Doch generell, was kann man hier sagen? Wir haben zunächst mal hier den Wochenchart im größeren Bild. Natürlich auch hier die starke Aufwertung mit dem Regierungswechsel Ende 2012. Dann jedoch, und das sehen wir hier, tut sich das Paar so ein bisschen schwer, um jetzt hier auch dann direkt zum Jahresauftakt 2015 dann hier eine größere Korrekturbewegung überzugehen. Und dies hängt natürlich auch mit dem Euro gegenüber dem US-Dollar zusammen, der, beziehungsweise vielmehr mit dem Euro selbst, der ja hier vielmehr auch erheblich unter Druck geriet. Während andere Währungspaare hier auf hohem Niveau oszillieren, die mit dem Yen in Verbindung stehen, zeigt sich der Euro gegenüber dem Yen sehr, sehr schwach. Und wir haben hier auch eine signifikante Unterstützung auf Wochenbasis aufgegeben. Nämlich hier der Bereich knapp über 135 Yen. Das ist jetzt kein Support mehr, sondern hier eine Red Zone sozusagen. Und dieser Bereich ist eben hier in der vergangenen Woche, beziehungsweise vielmehr in den Vorwochen bestätigt worden, hier mit diesem Up-Move. Und jetzt Vorwoche negativ, aktuelle Woche negativ, sieht das schon fast so aus, als würde sich hier dann auch eine weitere Schwäche anschließen können. Und dann muss man davon ausgehen, dass, wenn es hier nicht zu einer Erholungsbewegung größerer Natur kommt, dass wir hier tatsächlich Rückschlagspotenzial im Bereich einiger 100 Pips haben, und diese auf Wochenbasis bezogen könnten hier dann eine fallende Bewegung bis in den Bereich von 126 etwa initiieren. Also das ist eine Möglichkeit, dass das Währungspaar hier definitiv weiter nach unten wegdriftet. Auf Wochenbasis darf man sagen, unterhalb von 135, 35 bleiben die Bären im Vorteil. Und dann scheint es ja durchaus so, dass mit Blick auf die kommenden, ja, Wochen hier eine weitere Abwertung durchaus möglich scheint, die das Währungspaar eben dann hier bis in den Bereich von 126 Yen zurückführen könnte. Gut, schauen wir Tagesschart an. Da gehen wir jetzt direkt rein. Hier auch diese, ja, kleine Erholungsbewegung zu sehen. Dieser Versuch, sich wieder nach oben zu etablieren, aber hier klar gescheitert. Wir haben jetzt hier eben dann auch diesen Widerstandsbereich um 135 plus. Ja, gab es wie gesagt einen kleinen Breakout zur Mitte des Monats Februar, aber das war es dann auch letztlich schon. Grundsätzlich muss man jetzt sagen, ist hier auch auf Tagesbasis das Bild klar angezählt. Man muss hier noch dazu sagen, die Non-Farm-Payrolls haben hier natürlich, gerade aufgrund dessen, dass der US-Dollar natürlich nicht mit drin steckt, einen relativen Einfluss, aber der Euro-Yen ja auch ein Cross-Rate ist, muss man eben hier auch aufpassen, wie sich das heute Nachmittag noch auswirkt. Also wenn es natürlich hier zu einer überraschenden Erholung kommen sollte auf seitens der Euro-Währungsseite, dann kann man davon ausgehen, dass es hier natürlich auch Erholungsimpulse gibt, aber auf Tagesbasis bezogen, deswegen jetzt hier das kurzfristige Bild, scheint es Erholung hin oder her hier kaum möglich, dass sich das Währungspaar über 134 Yen erhebt. Das ist hier im Tagesschartintervall die kurzfristige Widerstandszone, die, solange sie denn nicht überwunden wird, hier das Währungspaar auch weiter gen Süden treiben dürfte. Dazu auch hier passend dieser kurzfristige Abwärtstrend. Also summa summarum hier alles ein Bild, was eher einen negativen Eindruck erlaubt bezüglich einer weiteren Tendenz. Das muss man hier zweifelsfrei sagen. Der Wochentag selber, gerade weil wir bei der Tageschart sind, kennzeichnet sich hier heute mit marginaler Schwäche. 48% positive Schlusspreis ist natürlich hier keine große Hausnummer, gar keine Frage. Gestern hier der Donnerstag auch beim Euro gegenüber dem US-Dollar ein schwacher Tag. Hier eindeutig der schwächste. Aber heute, wie gesagt, von der Wochentagsstatistik da nicht so viel zu erwarten. Deswegen warten wir eher mal ab, was der weitere Tagesverlauf so bringt. Könnte natürlich auch ein zäher Handel bis 14:30 werden, eben bis zu den Non-Farm-Payrolls. Muss aber nicht, denn wie gesagt, die Ranges sind so klein, dass hier durchaus auch im Vorfeld schon einiges laufen kann. Schauen wir uns dazu jetzt den Stundenchart an. Wir sind hier unterhalb des Pivot Points aufgrund der gestrigen Schwäche, ganz klar.
132, 72 rund. Und unterhalb dieses Levels bleiben ohnehin Short-Engagements zu bevorzugen. Das ganz klar die Regel. Hier haben wir auch so einen leichten Horizontalwiderstandsbereich, hier rückführend bis zu dem gestrigen Nachmittagstief, beziehungsweise vielmehr bis zu den Tiefs hier vom Mittwoch. Also hier definitiv eine Marke, wo man aufpassen muss. Der Markt scheint hier nicht die Kraft zu besitzen, hier signifikant nach oben rausdrehen zu wollen. Das kann sich am Nachmittag alles ändern, aber eher technisch bedingt sieht das jetzt nicht so aus. Insofern hier im Stundenchart mal drauf achten mit den Tiefs von gestern und der heutigen Asia-Session. Schöner Bereich, hier eben die Zone um 132,15. Das ist ein Level, wenn wir hier unten durchstoßen, dann haben wir hier sicherlich noch einiges an Abwärtspotenzial. Und da darf man sich hier gerade im Stundenchart-Intervall an diesen Support-Levels anhand des Pivot-Points orientieren. Und diese besagen eher eben, dass es, wenn es unterhalb von 132,15 gehen sollte, hier durchaus noch Potenzial um die 100 Pips gibt, nämlich hier bis zum Support-Level 2. Das ist hier durchaus erreichbar im Sinne eines Abwärts-Moves und im Sinne der Daily Range. Könnten hier also Niveaus von 131, 22, 131 plus minus ein paar Pips eben erfolgen. Das Bild würde sich wandeln, wenn wir hier nach oben ausbrechen, aber auch gestern haben wir hier zum EZB-Event einen schönen Ausbruchsversuch gesehen. Hier EZB-Pressekonferenz, das war der Zeitraum 14 bis 15 Uhr, diese Stundenkerze. Hier 14:45 etwa haben wir hier die Hochs gesehen. Seitdem gab es dann eben hier eine starke Umkehrkerze und das insofern hier auch gerade bei den News eben ein Zeichen dafür, dass man hier aufpassen muss. Das kann hier eben immer mal wieder sehr, sehr irrationale Bewegungen geben. Entweder man ist vorher schon gut positioniert und wenn nicht, dann eben hier ganz klar immer mit Stops absichern, um sich hier kein Risiko auszusetzen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon in aller Kürze und Würze gewesen für das heutige Devisenradar zum Wochenabschluss. Nachher, wie gesagt, noch JFD Live Trading TV. Freue mich, wenn Sie dabei sind. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal vorab ein angenehmes und vor allem sonniges Wochenende. Beste Grüße und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.